Hallo, für alle meine Freunde, die ein iPad 4 haben und wollen Collagen machen und wo ein Light abgeladen haben, bevor es ein Light modern wurde, ist, weil das alte ein Light, das geht noch auf dem iPad 4. Also wenn ihr das habt, dann könnt ihr auf dem Collage machen. Also öffnet das Programm. Dann geht ihr auf Feinschliff. Dann geht ihr auf Collage. Und jetzt geht ihr zuallererst auf Anordnung. Und dann könnt ihr mit Collage anordnen. Ich bin so. Und dann könnt ihr auf Tools. Da könnt ihr das Format wählen. Und zwar nehme ich 4 Drittel, weil das am Endstamm A4 entspricht. Ich kann sie dann nachher schneiden. Dann könnt ihr auf Tools. Jetzt könnt ihr noch die Zwischenraum, die Farbe auswählen, ich nehme schwarz. Oder okay, dunkelgrau. So. Und dann. Oder weiß. Nein, komm, lieber auf weiß. Dann könnt ihr auf Muster, könnt ihr auch ein Muster nehmen. Geht auch. Und dann könnt ihr auf Aufnahmen. Und jetzt könnt ihr. So finde ich das wunderbar. Und dann gehen wir aufs Häkli. Speichert das bei mir. Und dann auf den Pfeil oben Viereck, wo der Pfeil rausgeht. Und auf Foto sichern. Und jetzt ist es in meiner Cloud. Seht ihr, da ist es da. Und ja, da unten links seht ihr, das sind alle Fotos, die ich auf der Cloud habe. Da ist es drauf. Und das ist alles. Und dann könnt ihr noch kontrollieren. Könnt ihr noch einmal auf Fotos kontrollieren, ob das wirklich so ist. Jawohl, da ist es gesehen. Und jetzt, wenn ihr es auf dem iPhone nicht die App hat, dann könnt ihr es auf dem iPad so bearbeiten. Dann könnt ihr es direkt mit dem Pfeil nach Hause an den Drucker schicken. Für das müsst ihr mit dem WLAN verbunden sein. Dann drucken, dann kommt Drucker auswählen und jetzt kommt schon mein Drucker, weil mein iPad und mein Drucker sind miteinander verbunden mit über das gleiche WLAN, Account, Code und was auch immer. Gut, und jetzt könnte ich das drucken. Jetzt könnte ich dann noch schwarz-weiß oder so auswählen. Gut, das ist schon alles. Probieren es aus. Und viel Spaß und Erfolg dabei. Tschüss!